Heute geht es um ein Experiment. Pionierpflanzen opfern und brutal beschneiden, um Kulturpflanzen zu fördern, die sich dann davon quasi ernähren. Und dazu werden wir diese beiden Bäume hier, die ich vor ein paar Jahren gepflanzt habe, heute kahl schneiden. Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und heute ein Begrünungsthema mit ein ganz bisschen EM dabei. Nämlich ich habe ein kleines Experiment gemacht, nachdem ich mich mit Ernst Götsch beschäftigt habe, mit der syntropischen Waldlandwirtschaft, Syntropic Agroforestry. Von Ernst Götsch. Ernst Götsch ist ein Farmer, ein Bauer, der 1948 in der Schweiz geboren wurde und in den 1980er Jahren, also wie alt war er da? 30, 35 ist er nach Bahia, Brasilien gekommen und hat dort angefangen, eine neue Form der Landwirtschaft zu entwickeln nach bestimmten Prinzipien. Und zwar nach dem Prinzip, also man kann sagen, er verwandelt versteppten Boden, also degradierten, versteppten Boden, kaputten Boden, Sandböden, ausgewaschen, kein Humus, wächst nichts, verwandelt er mit seiner Landwirtschaft in produktiven Regenwald. Innerhalb von 5 bis 10 Jahren wächst da ein richtig produktiver Wald mit ganz viel Früchten und Nüssen und so weiter. Er hat das inzwischen gemacht auf über 2600 Hektar in Brasilien. Das ist das Ergebnis seiner letzten Jahrzehnte Arbeit, und er hat auch so viel Aufmerksamkeit in Brasilien erregt, dass die eine der reichsten Familien in Brasilien, die größte Supermarktkette besitzen, nämlich die Pão de Açúcar, eine große Supermarktkette in Brasilien, dass die das auf ihren Versuchsfarmen, ihren eigenen Modellfarmen ausprobieren. Die haben, ich weiß nicht, wie groß das Ding ist, 3000 Hektar, 10.000 Hektar haben die, eine riesen Farmgelände im Norden von Sao Paulo, und dort haben sie Ernst Götsch eingeladen, seine Landwirtschaft zu auszuprobieren auf richtig teilweise industriell auf großen Flächen. Und da waren wir, das haben wir uns angeguckt, und wir haben uns die Videos dazu angeguckt. Wir waren da vielleicht 2015, 16 haben wir das mal besucht. Und darum soll es heute gehen. Und eines der Prinzipien, also nur mal ein paar Stichworte, beschleunigte natürliche Sukzession. Das heißt, wir fangen mit Pionierpflanzen an und wollen eigentlich einen reifen Produktionswald daraus machen. Beschleunigte natürliche Sukzession, die wir eben mit der menschlichen Input beschleunigen, die Sukzession, dass es wieder ein reifer, natürlicher, produktiver Wald wird. Das nächste wäre starke Beschneidung. Also wir pflanzen Pionierpflanzen nur zu dem einen Zweck, sie runterzuhauen bis zum geht nicht mehr, dass sie als Dünger für unsere Naturentwicklung, aber auch für die Nutzpflanzen da sind. Ein wunderschöner Begriff, den er geprägt hat, der Ernst Götsch, ist Planta de Agua, Wasser anbauen, Wasserpflanzen. Also er bewässert seine Flächen nicht, sondern er pflanzt die Bäume, die das Wasser ziehen, die eine feuchte Umgebung machen. Er pflanzt das Wasser an. Er bessert nicht. Und ein viertes Prinzip, Feinde zu Freunden. Also er guckt auch in der Umgebung, in der Natur, was sind da die Sachen, die wirklich gut wachsen. Gerne auch Sachen, wo die Farmer sagen, oh mein Gott, was für ein Unkraut. Oder eben wo die Förster sagen, es ist ein Baum, der überwuchert mir hier meinen Forst oder so. Und er benutzt diese Bäume und diese Pflanzen, um den Boden möglichst schnell aufzubauen, also diese ungeliebten Pionierpflanzen, gerne auch die invasiven Pionierpflanzen. In Brasilien benutzt er dazu den Eukalyptus, der eine ganz schlechte Presse hat in Brasilien. Er benutzt die Akazie, Acacia manga, und verwendet die, um Kulturflächen zu düngen und schnell Fruchtbarkeit aufzubauen. So, und wir haben das, ich habe dann überlegt, Mensch, wie kann man das in Deutschland umsetzen? Und wir sehen hier im Hintergrund schon zwei Bäume, wo ich gedacht habe, die müssten dafür eigentlich funktionieren. Und mein Favorit ist die Robinie.
Die Rubinie ist auch unter schwersten, also schlimmsten Bedingungen, Sandboden, ganz unfruchtbare Böden, Trockenheit und wächst hier auch im Norden wunderbar. Also ist ein ganz, ganz robuster Baum, der noch dazu eines, also das härteste Holz hat, was man in Deutschland überhaupt kriegen kann. Also wenn Sie jemals Zaunpfähle, Außenholz, Kinderspielplätze, die baut man aus Rubinien, weil das einfach 100 Jahre lang nicht verrottet und extrem hartes, widerstandsfähiges Holz ist. Also es wäre eigentlich für die Forstwirtschaft ein ganz, ganz wertvoller, interessanter Baum. Wird aber nicht angebaut. Warum? Weil er eine schlechte Presse hat. Weil er als invasiver Neophyt, als eingewanderte Pflanze verschrien ist und deswegen kriegt er keine Forstförderung. Im Gegensatz zu der dämlichen Kiefer, die hier alles kaputt macht mit den Böden, die man voll fördert. Also das ist die Rubinie, mein Lieblingsbaum sozusagen. Und im Hintergrund sehen wir die Pappel. Und zwar ist das ein Pappelklon, also Klon erkläre ich gleich, Populus maximus nigra, also die Schwarzpappel. Das wird ein Baum, der wird 35, 50 Meter hoch, mega Bäume. Ich habe da mal einen gesehen, ein ausgewachsenes Exemplar. Es gibt relativ wenig, die davon ausgewachsen rumstehen. Aber wenn man den wachsen lässt, wird das ein riesen Exemplar, richtiger alter, knorriger und der wächst schnell. Also das heißt, der ist in 100 Jahren ist der die 35 40 Meter hoch und ist ein riesen Stamm, also ganz, ganz vitaler Baum. Und der wird benutzt für diese Kurzumtriebsplantagen sehr, sehr gerne. Rubinie hat man auch versucht, ist eigentlich besser für die Kurzumtriebsplantagen, weil er auf den schlechtesten Böden wächst und kein Wasser braucht. Das Problem mit der Rubinie ist, das Holz ist so hart, dass man es nicht maschinell geerntet kriegt. Die machen sich alle Häcksler und sonst was kaputt, wenn sie versuchen, über die Rubinie rüberzufahren. Und die Stoppeln von der Rubinie hacken denen die Ketten oder die Reifen kaputt. Also leider hat das, da fehlt es noch ein bisschen an Technik, dass man die Rubinie als Kurzumtriebsplantage macht. Aber die Pappel, die hat relativ weiches Holz, wächst auch sehr schnell, bindet allerdings keinen Stickstoff. Rubinie bindet Stickstoff. Pappel leider bindet keinen Stickstoff. Und das ist der Hochleistungsklon Matrix 49. Also sprich, der wurde speziell ausgewählt für diese Kurzumtriebsplantagen, dass er in wenigen Jahren hochwächst und Masse macht. Und der ist jetzt, wann haben wir die gepflanzt? Vor 3 Jahren. Also das ist jetzt ein 3 Jahre alter Baum. So sieht eine Pappel nach, wenn der gut wächst. Ich habe 5 Stück gepflanzt. Einige habe ich aus Versehen ausgerissen, weil die am Anfang noch wie Unkraut aussahen. Einer ist tatsächlich eingegangen von sich aus. Der ist gewachsen. Wenn man den ein bisschen wässert, ein bisschen aufpasst, dann wachsen die alle. Da gibt es dann so kleine Stöckchen von der Baumschule, die man in die Erde steckt zur Hälfte. Einfach wässern und dann zack, wächst er los. Wie bei einer Weide. Also man kann das kleine Stöck, man kann auch hier von den Ast nehmen, links und rechts abschneiden, in die Erde stecken, fängt an zu wachsen. Geniale Sache mit der Pappel, aber die ist sehr leicht vermehrbar. Und das ist auch ein Klon bei Pappeln, das ist der Klon. Also man muss da nicht ins Labor und sonst was machen, sondern um den zu klonen, nimmt man einfach einen Ast, steckt den in die Erde und dann lässt man ihn weiter wachsen. Und das heißt, man hat sich hier aus dem Bandbreite an Pappel-Varianten hat man sich diesen ausgesucht, weil er eben gut zu der Kurzumtriebsplantage passt, hat den schönen Namen gegeben und hat dann eben die Äste davon genommen. Also keine Gentechnik dabei, einfach nur eine Auswahl eines bestimmten Baumes, den man durch Astvermehrung weiter vermehrt. Und die werden wir jetzt beschneiden und dann natürlich die Schnittstellen mit EM behandeln, sowie Wunden bei Menschen und Tieren auch. So, der Ernst Götzsch schneidet seine Bäume, also Eukalyptusbaum. Also der, guckt euch mal die Videos an, ich verlinke dir ein paar. Der hat inzwischen ein System auf der Fasania Toca angewandt. Früher hat er das zum Teil auch anders gemacht, aber hat das jetzt ein bisschen weiter auseinandergezogen. 7 Meter Reihenabstand, also 7 Meter zwischen einer Baumreihe und der nächsten. Und in der Reihe hat er immer die Abfolge gehabt, also in dem Falle Eukalyptus, Banane, Mandarine. Eukalyptus ist vielen vielleicht bekannt, oh, der böse Baum, der Wasser zieht, Boden zerstört und der für die Papierindustrie ganz viel angebaut wird und jetzt auch für Holz. Also das ist ein Baum, der wächst zum Teil 6 Meter im Jahr, kein Scherz, 6 Meter im Jahr wächst der manchmal. In 5 Jahren sind die Bäume 35 Meter hoch. Also es ist unglaublich, was dieser Baum an Wachstum leistet.
Aber er lässt ihn nicht einfach so wachsen, sondern ich glaube, er lässt ihn 2 Jahre wachsen oder so und dann schneidet er ihn ab und zwar in 4 Meter Höhe. Er will auch ein bisschen Holz ernten und einfach, dass der ein bisschen weg ist von den anderen Bäumen, dass er ein bisschen Krone macht, schneidet er den jedes Jahr. Jedes Jahr wächst er quasi 6 Meter raus und er schneidet ihn jedes Jahr in 4 Meter Höhe ab. Sodass er einen fetten 4 Meter Stamm bekommt, der dann auch relativ schnell dick wird. Den kann er quasi nach 10 Jahren schon ganz gut für Holz verkaufen. Und er nutzt eben diese extreme Vitalität dieses Baums und hackt den immer wieder um. Das machen wir noch nicht. Wir werden den einfach versuchen, nach oben zu asten, so weit, dass er noch einen relativ geraden Stamm bekommt, was bei der Robinie nicht einfach ist. Die wächst gerne ein bisschen kreuz und quer. Der Eukalyptus wächst schnurgerade, aber bei uns in unseren Breiten, die Robinie wächst ein bisschen schief immer. Aber wir werden versuchen, den etwas gerade hoch zu asten. Und meine Idee ist, den einfach für 1 oder 2 Zaunpfähle dann zu verwenden. Baum fällt! Ups. So, noch ein Wort zur Robinie. Robinie ist ein extrem stacheliger Baum. Richtig böse Stacheln. Also wenn man ein bisschen aufpasst, kann man es gerade so noch ohne Handschuh abschneiden. Aber nachher wegräumen die Äste. Wir werden die Äste versuchen, ein bisschen hier als Mulch hinzulegen, dass zumindest die Blätter erstmal abfallen. Aber dann, wenn die Blätter dann abgefallen und verwelkt sind, werden wir die Äste auch auf unsere Benjes-Hecke geben, beziehungsweise vielleicht verbrennen, weil die Stacheln sind so unangenehm im Gemüsebeet, da möchte man erstmal, darf man nicht mehr barfuß rein und zweitens, wenn man da irgendwas erntet oder pflanzt, hat man immer die Gefahr, dass man sich an den Robinien sticht. Wenn das für Sie kein Problem ist, können Sie die Robinien-Sachen so die ganze Zeit liegen lassen. Ich werde sie jetzt nur so weit hinlegen hier auf die Erdbeeren, auf die Pflanzen, dass die Blätter so weit abfallen und die ein bisschen düngen und ansonsten die Äste wegen den Stacheln wegräumen. Und jetzt sehen wir hier schon einige Wunden. Dazu benutze ich dann nachher die fetten Handschuhe, ne? Da braucht man, damit die Stacheln da nicht durchkommen. Dann werde ich jetzt hier die Wunden des Baums, ich habe den ja hier ganz schön zurecht gestutzt, werde ich einfach mit EM einsprühen und dementsprechend verhindern, dass sich da irgendwie eine Wundinfektion beim Baum, wir kennen das von Tieren und Menschen sehr gut, dass EM eine wunderbare Wundheilung ist und genauso geht es eigentlich auch beim Baum, dass wir sicherstellen, dass er zumindest keine Pilze reinkommen, sich da keine Fäulnis drin ansiedelt, indem man die einfach, Vorsicht, nicht, dass ich in die Kamera, so. Einfach, ich habe hier drin 1:10 verdünnt, reicht normalerweise aus, ich habe es ein bisschen konzentrierter gemacht, man könnte auch pur machen, aber 1:10 reicht normalerweise, sprühen aus, kann man ruhig den ganzen Stamm mit einsprühen. Und Sie sehen, ich habe den fast komplett runtergeschnitten. Im nächsten Jahr werde ich versuchen, ihn wirklich komplett zu entlauben, dass ich ihn oben einfach abschneide und dann gucke, wie er da wieder rauswächst. Jetzt lasse ich ihm das Laub da oben noch. Ich habe ja genug abgeschnitten. Aber im nächsten Jahr werden wir mal probieren, wenn er wieder kräftig rausgewachsen ist, was ich hoffe, dann werden wir ihn mal komplett runterschneiden. Und die Idee ist zum einen, dass man das Astmaterial natürlich als Mulchmaterial nimmt und dadurch Nährstoffe bringt, aber wichtiger ist eigentlich, was unter der Erde passiert, denn wir haben jetzt unter der Erde jede Menge Wurzeln, die mit diesen Blättern in Korrespondenz standen und die von den Blättern mit Nährstoffen versorgt wurden, also mit Zucker, mit Energie. Und die kriegen jetzt keine mehr, die Blätter sind weg, also sterben die Hälfte wahrscheinlich aller Feinwurzeln, vielleicht noch mehr dieses Baumes, sterben jetzt ab, weil sie nicht mehr die Blätter haben, um sie zu ernähren. Und da kommt dann die Kulturpflanzen, die drumherum stehen, ins Spiel. Das können natürlich auch Obstbäume sein, das wäre natürlich ideal, weil die dann auch entsprechend tiefe Wurzeln haben, aber es könnte auch Wein sein, Gemüse,
begrenzt, weil das nicht ganz so tief wurzelt, aber das, auch die werden davon profitieren. Also das ist die Idee, wir opfern die unterirdischen Wurzeln, indem wir die oberirdischen Blätter abschneiden und die Kulturpflanzen wachsen in diese gelegten Kanäle und in diese nährstoffreichen Depots sozusagen rein, die der Baum jetzt nicht mehr versorgen kann. Das haben wir jetzt geschafft, die Robinie einmal komplett entblättert, gemulcht hier an unsere Kohlpflanzen und an unseren Zucchini. Die können aber doch umgehen und das werden wir am Ende des Sommers, werde ich das, wenn die Blätter schön abgefallen und vertrocknet sind und so als Mulch hier liegen bleiben, dann kommen die Äste weg, weil mir die Stacheln doch ein bisschen zu dumm sind. Aber die Pappel, die hat keine Stacheln. Es kam auch die Frage, warum nicht auch Weide? Ja, Weide geht auch. Weide braucht aber noch mehr Wasser als Pappel, also die Pappel wächst auch auf trockeneren Böden, nicht auf trockenen Böden, aber auf etwas trockeneren Bedingungen wächst sie auch gut. Und von daher ist sie, der Kurzumtriebsplantage ist das der Königsbaum. Die meisten haben Pappeln, wenn sie das schnell Biomasse produzieren sollen. Das war doch schon viel angenehmer als eine Rubine zu schneiden. Keine Stacheln, das Holz geht relativ weich durch. Man sieht, er hatte deutlich mehr Biomasse und Äste und so als die Robinie, also mit guter Wasserversorgung und so. Ja, ist auch ungefähr genauso groß, aber hat sich sehr schön entwickelt, die Pappel. Man kann sich gut vorstellen, dass es ganz schnell ein Riesenbaum wird. Ja, komplett nackt gemacht. Hier noch ein paar Blätter, die können auch noch ab. Jetzt sprühen wir wieder die Wunden ein mit EM. Triateraktiv, pur, bis 1:10 verdünnt. Für die Baumwunden. Wunderbar. Und jetzt mulchen wir. Man könnte aus diesen Ästen jetzt auch 100 oder 200 neue Pappelbäume pflanzen. Aber den Bedarf haben wir im Moment nicht. Wobei ich denke, ein oder zwei werde ich nachher noch pflanzen. So, bei Ernst Götz wachsen diese Bäume natürlich 6 Meter im Jahr und es gibt so viel Sonne. Bei hier ist tropisch, dass es tatsächlich ein Problem ist, dass es gut ist, wenn man die Sonne ein bisschen abhält sozusagen und die Kultursachen darunter dann eigentlich besser wachsen, sei es Kaffee, sei es zum Beispiel Mandarinen oder so. Hier bei uns im Norden haben wir natürlich eher das Problem, dass wir immer etwas zu wenig Sonne haben. Schatten hat man sofort weniger Ertrag, wenn es hier ist. Und von daher Kombination mit Gemüse, ja, vielleicht mit den entsprechenden Abständen, muss man darauf achten. Mit dem Anbau von einer Obstplantage kann ich mir das sehr gut vorstellen. Die Robinie, die Pappel, dass man die zwischendrin anbaut, vielleicht auch noch andere Werthölzer, die dann radikal zurückschneidet, damit, keine Ahnung, Apfel, Kirschen, was auch immer, Heidelbeeren schneller wachsen und da entsprechend dann von profitieren. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ja, versuchen Sie es doch mal, Wasser zu pflanzen auf Ihren Gemüsebeeten, in Ihrem Obstgarten. Und dann, keine Angst, seien Sie radikal, schneiden Sie die Pionierbäume, die Opferbäume ruhig radikal zurück zum Wegen Ihrer Kulturpflanzen. Die vertragen das und sind froh, wenn Sie uns diesen Dienst leisten können.